Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe mal versucht, etwas Code 4 zu spielen gestern. Es ging total in die Hose. Das ist das einzige Spiel von 20, was ich gefunden habe, was irgendwie ohne Hacker, tolles Wort. Ohne Hacker und irgendwelche Rumspammer und Teleportierer und Godmodler und sonstige Geschichten ausgekommen ist. Also es ist absolut unspielbar. Ich war ja eigentlich ganz guter Dinge, als ich Code 4 mal wieder eingelegt habe, denn ich habe hier von einigen gelesen, das hätte sich so viel gebessert. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es hat sich überhaupt nichts gebessert. Das ist immer noch unspielbar. Code 5 genauso, auch sinnlos. Also wer sich nicht aufregen will, lässt da aktuell leider besser die Finger von weg. Kann man leider nicht anders sagen. Es ist ein bisschen traurig, wie klein, habe ich auch schon oft genug gesagt, wie klein Support geschrieben wird, nicht nur bei Spielen, auch bei ganz vielen anderen Herstellern. Support ist das, wo man am einfachsten sparen kann. Ich meine, muss ich ja nicht wundern, dass man bei vielen Leuten mittlerweile bei irgendeiner Hotline in Bulgarien oder so rauskommt. Das ist so, Support ist die Sache, wo man am einfachsten erstmal Geld sparen kann, was auch direkt nicht auffällt, und es verursacht einfach nach dem Verkauf, also sprich nach dem Geld, das man bekommen hat, nur noch Kosten. Deswegen ist das das Erste, woran gespart wird. Ist schon ein bisschen traurig in Bezug auch da, wo wir ja bei Spielen hingekommen sind. Es sind zum Glück nicht alle so schlimm wie Activision in dem Fall. Allerdings, wer jetzt wieder großartig EA lobt, EA ist nun wirklich kein, den man loben müsste. Die haben da auch durchaus so ihre Macken. So, jetzt mal schnell zum anderen Thema, denn das Video geht bloß, ich glaube, ein bisschen länger als 3 Minuten. Demnächst habe ich 30.000 Abonnenten, eigentlich morgen Mittag irgendwann, wenn ich da richtig liege. Und ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass hier schon für viele klar ist, dass ich irgendein Special oder sonst was mache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt nichts ein, was ich machen könnte. Und das ist so kurz vor 30.000, ich hätte das eigentlich schon längst aufgenommen haben müssen, wenn ich da was Größeres machen will. Und nachdem mir nichts einfällt, gibt es diesmal wahrscheinlich schlicht und ergreifend gar nichts. Man muss dazu sagen, es gibt hier eh schon viele Sachen, die es woanders nicht gibt. Also diese ganz langen Videos von an die 2 Stunden. Also ist ja ist schon sehr specialig hier, eh allgemein. Und insofern denke ich, kann sich da eigentlich keiner beschweren und mir fällt halt einfach nichts ein. Ich muss gleich nochmal betonen, ein RL-Video wird es nie geben. Das hat seine Gründe. Die kann ich euch jetzt nicht so genau erzählen, weil ich da wieder einige aufregen, ich würde sie flamen oder sonst was. Aber ja, das ist meine Entscheidung. Wenn ich sage, dass es so ist, dann ist das so zu akzeptieren, und wem das nicht schmeckt, der hat halt einfach Pech gehabt. Das ist halt in dem Fall ganz einfach. Das Spiel ist leider schon vorbei. Was am Ende möchte ich jetzt noch fragen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr habt ja, ja so ja übrigens Autos schon in allen Teilen immer komplett unpenetrierbar. Also durch Autos kann man, egal wie dünn sie sind, mit keinen Waffen, die es gibt, sowohl in Code 4, 5, 6, 7 und in 8 wahrscheinlich auch, nicht durchschießen. Autos sind der beste Schutz im ganzen Spiel, wer das noch nicht mitgekriegt hat. Und ja, es ist so. Das ist auch auf dem PC so. Es ist in allen Teilen so. Ja. Ja, mich würde mal interessieren, wie es euch da ergeht. Ob ihr das Glück habt, mehr als eins von 20, 30 Spielen mal eine nicht gehackte Lobby zu erwischen. Auch würde mich interessieren, wie es auf der PS3 aktuell aussieht. Da soll es angeblich besser sein. Allerdings habe ich auch schon wieder gehört, dass man mit der neuen Custom-Firmware da auch schon wieder rummogeln kann. Und also würde mich mal interessieren, wie eure Erfahrung hier mit Hacker-Lobby. Also ich muss aktuell sagen, es ist absolut unspielbar und macht auch so keinen Spaß. Ja. Kurz und knackig, würde ich sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.